Ja, einen schönen guten Abend auch von meiner Seite. Mal ganz kurz zu meiner Person. Mein Name ist Martin Weiß, ich bin 38 Jahre alt und ich habe eine Verbindung zu Zeven, die darin besteht, dass ich in meiner Jugend hier aufgewachsen bin, hier auch zur Schule gegangen bin, zum Fußballverein und ja, jetzt ist es Zeit, mal wieder was zurückzugeben, weil das war doch eine ganz gute Jugend. Und wie schon angesprochen wurde, ich bin christlicher Straßenmusiker, das heißt, ich mache Straßenmusik, aber christliche Songs, weitestgehend, weil ich Leute damit einfach erreichen möchte, weil ich den Leuten einfach erzählen möchte, wie Gott ist, wer Gott ist und was er machen kann. Deswegen kann es auch mal ein bisschen ruppiger oder lauter zugehen. Der erste Song, den ich euch vorstellen möchte, ist tatsächlich der erste Song, den ich jemand selber geschrieben habe. Der heißt Thank you Lord for the things you have done in my life. Danke Herr für die Sachen, die du in meinem Leben getan hast. Wenn ich euch mal sagen darf, heute Morgen die erste Nachricht, die ich bekommen habe, ist, meine Frau hat einen positiven Corona-Test gehabt. Da war der Tag natürlich jetzt mal nicht so toll. Vorhin habe ich dann eine Nachricht bekommen, dass es ihr eigentlich ganz gut geht, sie ist nur ein bisschen schlapp. Und deswegen kann ich das jetzt nochmal wieder aus vom Herzen singen. Ich hoffe, es gefällt euch und wenn ihr dürft, könnt ihr auch gerne mitklatschen, wenn das irgendwo passt für euch. Ich mache das ja schon seit 7 Jahren für Gott
und habe auch festgestellt, dass es immer wieder gut ist, auch moderne christliche Sachen zu spielen auf der Straße, weil ich immer wieder merke, dass Christen einfach auch im Alltag dadurch ermutigt werden. Und deswegen der nächste Song, vielleicht kennt ihn sogar der eine oder andere, ist Wunderbarer Gott, und das Original ist von der Band DMMK. Und wer es kennt, darf gerne mitsingen, auch wenn ich es ein bisschen schneller spiele. Selber Vater, und deswegen
lerne ich dadurch ganz viel. Und dieser Song, der sagt mir einfach ganz viel, ist Good Good Father. Das ist ein englisches Lied, das relativ bekannt ist, auch in christlichen Gemeinden in Deutschland. Und das hat einfach diese Aussage, dass Gott ein guter Vater ist und dass er sich um uns kümmert, dass er vorher schon weiß, was kommt. Und dass er immer bei uns ist, auch wenn wir uns das manchmal nicht so empfinden. Deswegen, Good Good Father, ich wünsche euch viel Spaß dabei. Mir aufgefallen, da sprechen mich fast nur
Nicht-Christen an, also wirklich Leute, die mit Gott überhaupt nichts am Hut haben. Und der Song ist von Daniel Jacobi im Original, falls ihn einige Leute noch kennen. Also der Song begleitet mich schon seit ich 13 bin und heißt I Hear the Cry of the People in Pain. Ich höre den Schrei der Menschen mit Schmerzen, ich höre den Schrei von Hoffnungslosigkeit und Schamgefühl und so weiter und so fort. Wie gesagt, das I Hear the Cry, und da sprechen mich ganz häufig Leute drauf auf diesen Song an, weil sie diesen Schrei selber haben. Und das Tolle an dem Song ist, der gibt direkt die Antwort, die man braucht. Interessante Begegnung mit Punkern. Das ist
das ist herrlich. Also wenn man auf der Straße sitzt, das ist die größte Konkurrenz, wenn ich in größeren Städten unterwegs bin. Weil die sitzen dann mit ihren Hunden da und machen gar nichts und nerven einen dann nur. Und am Anfang kappelt man sich ein bisschen, aber am Ende kommt man mit ihnen immer ganz gut ins Gespräch. Und das nächste Lied habe ich selbst geschrieben, heißt Lord Make Me Holy, weil auch mit all diesen Sachen, die ich auf der Straße erlebe, bin ich bei weitem nicht perfekt. Ich gehe immer noch bei Rot über die Ampel, sowas zum Beispiel. Und die anderen Sachen, ja, das muss man ja nicht hier erzählen. Aber das kennt vielleicht jeder, dass er vielleicht, dass Gott ihm vielleicht mal zeigt, so, okay, so gut bist du gar nicht. Ne, so Spiegel vorhält. Also meine Frau ist Expertin da dran. Also Gott nutzt sie da wirklich mächtig. Und deswegen habe ich bis irgendwann mal dieser Song gekommen, Lord make me holy like you are. Also Herr, mach mich heilig, so wie du bist. Ist so die Grundessenz von diesem Lied. Und danach verspreche ich euch, gibt es auch noch zwei, drei deutsche Lieder. Dass die Bibel für mich nicht nur totes Geschreibe war, sondern irgendwann das lebendige Wort Gottes.
Und mein Taufspruch, den habe ich auch hier ins Leben bekommen, ist Psalm 119, Vers 105 oder andersrum, ich hoffe, ich habe es richtig. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Und der Song heißt Dein Wort. Und ihr habt ja eigentlich selbst erklärt. Wenn ihr mal nicht hin wisst, wo ihr, nicht wisst, wo ihr hin wollt, dann ist der Song durch eine Antwort, muss man ausdrücken. Überall bekannt und ich möchte euch auch herzlich einladen, singt doch einfach mal mit, wenn ihr Bock habt. Weil nachher, wenn die Band spielt, dann seid ihr aufgefordert mitzusingen. Also könnt ihr euch ja schon mal warm machen. Thank you.
trotzdem lieb. Und dass du mich beim Namen nennst und mir vergibst. Du rettest mich wieder auf, du hilfst mich zu mir auf. Ja, ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst. Ja, du rettest mich wieder auf und du hilfst mich zu mir auf. Womit ich jetzt auch eigentlich schon bei meinem letzten Lied angekommen bin. Und das ist mein Herz ruft nochmal von der Band DMMK. Das kennen vielleicht auch so einige Leute. Und ich glaube, wenn man eine Weile mit Gott unterwegs ist, dann kommt das automatisch, dass man dieses Lied singen kann. Mein Herz ruft, ich will mehr von dir her. Und ich finde dieses Lied, das ermutigt mich einfach auch immer wieder auf der Straße, weil es einfach Spaß macht, das zu spielen. Ab und zu muss man ja auch mal selber Spaß haben. Und ja, wie gesagt, viel ist zu dem Lied nicht zu sagen. Der Inhalt ist einfach aussagekräftig genug. Und wenn ihr vielleicht noch Fragen habt irgendwie hinterher zu den Liedtexten, das kriegt man alles irgendwie geregelt, da kann man irgendjemanden ansprechen, der hier irgendwann im Laufe des Abends noch auf der Bühne rumtanzt. Deswegen mein letztes Lied für heute Abend und dann werde ich mich wieder übergeben an den Pastor. Mein Herz ruft.
wir haben natürlich auch. Als Straßenmusiker gehe ich natürlich auch nicht immer zum Lachen in den Keller. Und ich verdiene, wie gesagt, auch mein Geld damit. Und manchmal sitzt man auf der Straße und man hat überhaupt nichts zu tun. Und ja, das ist jetzt kein christlicher Song, aber das ist einfach mal so ein Song aus dem Leben heraus. Manchmal hat man das Gefühl, so die Leute kapieren nicht, was sie mit deinem Korb da anfangen wollen auf der Straße. Und ich habe da mal ein Lied drüber geschrieben. Das hat 15 Minuten gedauert, da war das raus, weil ich so frustriert war und das einfach raus musste. Und der Song ist bis jetzt in die Annalen eingegangen als der 1-Euro-Song. Thank you.